Hallo, ich bin die Rosi aus der Eifel und ich mache heute schnelle Apfelmuffins. Der Teig wird richtig schön locker durch die Milch, die da reinkommt. Jetzt fangen wir einfach mal an mit der Butter. Die verrühre ich direkt zusammen mit dem Zucker. Etwas Vanillezucker kommt da noch mit dazu. Dann vermische ich das Ganze schon mal. Butter und Zucker sind jetzt gut vermischt. Jetzt gebe ich die Eier dazu. Das Ganze wird dann weiter gemischt. Das Ganze ist jetzt gut verteilt. Jetzt gebe ich das Mehl langsam dazu. Jetzt kommt noch die Milch dazu. Und das Backpulver. Jetzt kommen die klein geschnittenen Äpfel dazu. Und werden unter diese Teigmasse gerührt. Wichtig ist, dass die Äpfel sehr klein geschnitten sind, weil sie ja gleich in kleine Muffinsformen kommen. So, die Äpfel sind jetzt gut verteilt. Jetzt nehme ich mir die Muffinsform und verteile diese Masse in die Formen. Jetzt kommen die Muffins schon mal für 10 Minuten in den Backofen. In der Zeit mache ich dann das Topping. Für das Topping habe ich die Butter schmelzen lassen, gebe den Zucker dazu, rühre so lange, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann gebe ich Mehl, etwas Sahne und die gehackten Nüsse dazu. Jetzt kann ich die Muffins aus dem Ofen nehmen. Jetzt kommt das Topping auf die Muffins. Und dann kann das Ganze weitere 15 Minuten im Ofen backen. So, die Muffins sind jetzt fertig und können jetzt genossen werden. Guten Appetit!